So, meine Trucker-Freunde, willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es weiter auf einer 1-2-1-Karte, die ich das letzte Mal am 24. Februar 2021 gespielt habe. Ja, es handelt sich um die Alpha Omega Karte. 1-1 wieder. Wieso habe ich wieder? Sie haben Post. Diese Karte ausgesucht. Ja. Ihr habt ja heute gesehen, was ihr bis zum Schluss meine Folge geschaut habt, dass ich Probleme habe auf der Dreamland Karte. Da ist mein Ton plötzlich ausgegangen und als ich die Aufnahme beendet habe, bin ich ein bisschen weiter gefahren und dann ist mir das Spiel abgestürzt. Dann war ich im Mod Manager, habe keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, so einen Mod rausgenommen und bin weitergefahren. Ja. Dann hatte ich wieder welche Probleme mit dem Sound. Das heißt, der ist zu schwach einfach, Motor. Das heißt, Dreamland ist out. Wird es nicht mehr geben. Dafür kommt jetzt diese Karte im Spiel, die Alpha Omega. Städte wurden nach den griechischen Alphabetzahlen genannt. Alphabetbuchstaben, nicht Zahlen. Api prima. Keine Ahnung, ich... Feta. Ich kenne nur Feta Käse, Leute. Alpha kenne ich ja. Y, J habe ich auch mal gehört. Beta. Omega. Ja. Jetzt fahre ich weiter, sonst wird meine Folge zu lang. Ich habe am 11. Februar, glaube ich, diese Karte vorgestellt, 2021, und dann am 24. die zweite Folge und das war's. Ihr habt nie wieder etwas von dieser Karte gesehen. Schade. Damals habe ich auf der Version 1.39 gespielt. Diese Karte, die ich jetzt heruntergeladen habe, ist für die Version 1.44 eigentlich. Ich bin auf der 1.47, es funktioniert also bis jetzt. Ich möchte es dort testen, Freunde. Und falls es heute klappt, dann werde ich über die Alpha Omega Karte Livestreams machen. Ihr habt ja vorhin gesehen, es ist nicht so klein und mit so kleinen oder kurzen Videos von 10 bis 15 Minuten wird es einfach zu lange dauern, bis ich hier alles entdeckt habe. Ja, jetzt die zweite Sache, Freunde. Ich möchte euch was sagen, was mir schon seit Wochen, Monate auf den Herzen liegt. Es geht um meinen Kanal, YouTube und Shorts. Ja, ihr wisst ja, ich habe irgendwann mit den Shorts angefangen, habe da Sachen hochgeladen und dann habe ich zwei Shorts hochgeladen, wo ich gemerkt habe und das Gefühl habe, dass mir das Genick gebrochen hat. Und zwar handelt es sich um ein
schaut, wo ein paar Schweine so von einem Podest ins Wasser springen und man hört im Hintergrund einen am Lachen. Ich dachte, es ist lustig fun, ja. Das zweite Shot ist mit so einem Affe im Gehege, wo nach einer Banane greift, ja. Ich dachte, das ist auch ein bisschen lustig, ja. Leider hatte ich da Kommentare wie das ist unmöglich, das ist Tierquälerei und. Ich weiß es nicht mehr. Ich war gestern noch drauf, wollte nachschauen, ob die Kommentare noch drin sind. Ja, aber es ladet die ganze Zeit. Es wird mir gar nicht angezeigt. Vielleicht. Warte mal kurz. Ah nein. Normalerweise mache ich seit Jahren das. Wenn ich etwas sehe, das gegen mich verwendet werden kann, dann mache ich Videos und Screenshots und Fotos darüber. Ich denke, ich habe mal so einen Screenshot gemacht und diesen Kommentaren muss man nachschauen für die nächste Folge, falls ich jetzt nicht vergesse. Also ich möchte YouTube nichts unterstellen mit dieser Aussage. Aber ich habe das Gefühl, seit ich diese zwei Shorts hochgeladen habe, dass YouTube mich einfach auf den Kicker hat. Ja. Da läuft bei mir gar nichts. Mit den Aufrufzahlen, mit den Abos. Ich weiß nicht. Es ist mein Gefühl. Das zweite, es könnte auch an mir liegen. Weil ein paar Tagen oder ein, zwei Wochen nach diesen Shorts habe ich jeden Tag nachgeschaut und da war nichts. Aufrufe fast nichts, keine Abonnenten, die neu dazu gekommen sind. Und das Ganze hat mich ein bisschen traurig gemacht. Darum gab es die letzte Zeit auch nicht so viele Livestreams oder Videos von mir. Ja, ich musste da durch, Freunde. Hab noch heute damit zu kämpfen. Ja, schaut euch die Straßen hier wie in Russland irgendwie. Schaut bitte nicht oben in, da steht 10 Millionen. Ich habe so ein Mod gefunden im Steam Workshop. Da hast du 10 Millionen Anfanggeld und glaube Level 40. Ich bin jetzt bei Level 57, keine Ahnung. Ich habe die erste Lieferung gemacht. Ich muss ja nicht ständig von Null anfangen oder von 2000 Euro. Ihr wisst ja, es ist immer das gleiche, das Hochleveln und so. Mir ist wichtig, dass ich euch die Karte heute zeige, wie das Ganze aussieht. Download-Link ist unten in der Beschreibung. Der Autor heißt auch Omega. Wie gesagt, es ist eigentlich für die Version 1.44. Es funktioniert auf der 1.47. Ob es auf der 1.48 funktioniert, das weiß ich nicht. Das müsst ihr selber testen. Ich bin immer noch auf der 1.47, weil die Promos noch nicht raus ist. Ja. Und ich eigentlich noch meine Bazooka Transport Story machen möchte. Und auf der 1.48 funktionieren da ein paar Kartenmods nicht, ja. So ist das. Ja, ich hoffe, ich werde jetzt wegen meiner Aussage keine Probleme mit YouTube haben. Ja. Es ist, wie gesagt, nur das, was ich denke.
Entweder ist es wegen diesen zwei Shorts oder die zweite Variante ist, es könnte an mir liegen. Vielleicht wurde ich langweilig mit der Zeit, ja. Mein Content, keine Ahnung, kotzen? Ja, ich weiß nicht. Müsst ihr mir sagen? Ja, ich weiß nicht. So, das Gunny hat gute Bremsen, aber ist ziemlich schwach, Freunde. Schaut das an. Bis ich mal losfahre, wird das schon wieder rot. Oh Mann. Ja, ich hoffe, euch geht es gut. Vielleicht habt ihr noch Urlaub. Ich bin wieder in der Schweiz, Freunde. Hier ist ein bisschen regnerisch. Ah ja. In Italien war es schön warm, nicht zu viel. So zwischen 30 und 33 Grad. Das ist doch angenehm. Ich kenne auch anders. Ich kenne auch, wenn es 40 Grad ist. So, jetzt bin ich vorbeigefahren. Gut gemacht, Bazooka. Muss ich kurz wenden. Hä? Hier muss ich. Dann werde ich die Fracht abgeben und möchte schauen, ob ich wieder Milliardär werde. Mit diesem Mod. Wieso sage ich wieder? Irgendwo habe ich diesen Mod auch benutzt. Ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, wo. Auf welcher Karte. Und dann hat es einfach gerattert, Freunde. Dann war ich plötzlich Milliardär. Ja, war komisch. Dann habe ich diesen Mod wieder rausgenommen. Hier habe ich auch versucht, nach der ersten Lieferung. Aber das Spiel funktioniert nicht mehr, wenn ich diesen Mod rausnehme. Ja, schade. So ist das. Und ich kann nicht mehr parken. Rückwärts fahren wir nicht. Konnte ich das? Ich denke nicht. Ah. Noch ein bisschen schön für das Auge. So, jetzt muss ich das ist nicht meine eigene Auflieger. Ich muss abkoppeln. Dann schauen wir mal, ob ich wieder Milliardär bin. Ob es wieder rattert? Nein. Hier nicht. Okay, passt. Hä? Aber Level 97. Legende. Oh, keine Ahnung. Egal. Egal, Leute. Schaut nicht auf Guthaben, schaut nicht auf Level. Ist nicht wichtig. Wie gesagt, für mich ist es wichtig, dass ich euch die Karte zeige. Ja. Nicht einmal 1% entdeckt. Ja, darum
würde ich sagen, es hat alles geklappt. Das Spiel läuft. Ich habe hier ein paar Mods drin, 4, 5, keine Ahnung. Und das heißt, ich werde ab nächstes Mal Livestreams über diese Karte machen, Alpha Omega, damit ich ein bisschen mehr fahren kann. So ist es einfach zu kurz, Leute. Ja. Immer ein paar Kilometer fahren, werde ich nie fertig. So, also ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und danke für eure Treue. Euer Bazooka. Tschüss.